So, weiter geht es. Ganz motiviert, ja? In diesem super tollen Stairs-Abschnitt, der super viel Spaß macht. Und echt super ist. Ja. Boah, du siehst einfach nichts, ne? Irgendwas mit Truck hinten drin. Mhm, da kann ich rein. Machen wir einfach mal, warum nicht? Ich meine, ich würde die gerne alle sammeln und so, ne? Aber dieser Abschnitt ist gerade ultra zum Kotzen. Vor allem auch, weil einfach überall Schnee ist und ich nichts sehe. Wir meilen. Gute Idee. Okay. Irgendwas hat mich gerade am Arm gekitzelt. Das war das Band meines Armbands. Also. Das Ding, was da rumbaumelt. Ich hab ein bisschen Angst bekommen. Ist das? Ist das hier überhaupt? Aha. Irgendeine Bar scheinbar, ne? Oder irgend so ein Restaurant und irgendwie alles gleichzeitig. All you can eat. Ah. Das klingt doch vernünftig. Auch lecker Essensreste. 20 Jahre alte Essensreste vielleicht sogar. Ich glaube, dann wäre da nichts mehr von übrig, aber gut. Komm ich überhaupt hier wieder raus? Nee, ne? Ja, und jetzt? Gibt es hier sowas wie einen Ausgang? Das wäre echt nett. Danke. Shit. Ist so klug für mich scheinbar. Oh. Wie funktioniert das? Nein, nicht antworten. Ich will es erstmal selber rausfinden. Braucht die Schlüssel, okay. Da die ja. Glas ist natürlich böse. That was good, kid. It's gonna be all right. Machete. Keep surprising me. Shame you wouldn't come around. But it's too late now. Was warst du jetzt? Give up now. Promise, careful now. Fuck yourself. Muss da halt drüber, wa? Boah, über diese scheiß Teller, ey, der kann auch nicht wahr sein. Mal irgendjemand aufräumen können hier. You know, I love how you think that you're better. Better than us.
Ist ganz cool, wie ich ihn gerade irgendwie verarsche, aber ich glaube, es ist eher so, dass er mich verarscht. Reicht das? Ne, das war er selbst. Er war jetzt nicht über seine eigenen Steps gerade erschrocken. Mal ganz abgesehen davon. Komm schon, komm schon, komm schon. Wo ist er? Wo ist er? Habe ich Angst bekommen. Dude, du kannst dich nicht einfach irgendwo verstecken. Kannst du schon, aber das ist halt... Wieso habe ich gerannt? Und alles von vorne. Was? Weiß ich nicht. Wo bin ich? Wo ist er? Was? Da hinten? Nee. Schon ein wenig verwirrt, doch. Okay, sein Knife hat aber noch nicht ausgepackt scheinbar. Oder er ist jetzt schon im dritten Modus. Es ist nicht. Autsch. Womit der denn da rum, ey? Das kann doch eigentlich nicht wahr sein. Ganz komischer Kollege, du. Was ist er jetzt hin? Ey, der Typ verwirrt mich. Man sieht ja aber irgendwie nur manchmal, ne? Okay, Kollege, das war's hoffentlich für dich. Switch to Joel. Leicht. Ja, reicht doch. Eigentlich cool gemacht. Wahrscheinlich bin ich jetzt ganz in der Nähe schon von dem Laden. Na moin. Schade. Gut, mir reicht's jetzt nicht. Zack, so Kopfschuss. Kommen Sie bitte raus aus Ihrer Deckung. Er müsste taub sein und einfach so geschockt sein, dass er sich jetzt nicht mehr bewegen kann. Scheiße. Alter. Axt als Nahkampf, das gefällt mir. Kann ich eigentlich mit ihm? Haha, guck mal. Ich habe ja eh. Hab ich nichts. Die Materialien noch unabhängig voneinander? Wahrscheinlich schon, ne? Hey! Hey! Ganz ruhig. Hä, wo? Ah! Haha, lustig. Lass mich kaputt. Na komm, erschieß mich. Ich mach normal. In der Schulter und er ist weg.
Deine Freunde haben es nicht gereilt. Das finde ich am besten gerade. Aber bin ich eben noch zu dritt. Voll in den Nacken. Und volle Leute ins Gesicht. Hä? Werd langsam warm mit dem Bogen, wa? Ich glaube, der Bogen ist aber einfach richtig OP, wenn man halt damit umgehen kann. Kann es halt nicht. War mal ein Lucky Treffer, aber... wieder runtergespackt ist. Oh Gott. Sagen Sie doch noch mehr? Mhm. 13 noch, um genau zu sein. Scheiße. Egal. Einen habe ich schon mal. Der war gut. Dieses taktische Ausschalten ist ja eigentlich ganz okay. Aber das, das Gerät hat wirklich hier schleichen müssen und sich von hinten anschleichen. Das ist halt nervig. Das geht mir halt auf den Sack. Wenn ich halt nicht, wenn halt nicht das gesehen werden quasi der Insta tot ist, sondern man durchaus weiß, okay, dann baller ich mich jetzt halt durch. Oder versuche es zumindest. Dem ging der nicht. Ich hatte Messer und Einschuss, cool. Seid ihr nicht noch da oder bin ich schon wieder alleine? Habe ich schon so lange keine Nachricht mehr. War mich traurig. Mama Mann, sagte ich, als eine Nachricht kam. Lalalala. Ja, moin. Ich habe eigentlich schon gesehen, wie der Pfeil daneben geflogen ist, aber irgendwie hat seinen Kopf getroffen. Dankeschön, Spiel. Manchmal mag ich dich ja doch. Warum bin ich eigentlich fast tot? Wie ist das passiert? Oder habe ich mich nicht mehr... Achso, ich bin gestorben, ne? Ich habe mich gar nicht mehr geheilt. Ja, unter den Bedingungen macht der Bogen Spaß. Wenn die einen halt einfach nicht sehen. Oh, gerade prädestiniert dafür. Gut, schwebt schon wieder. Man muss das Gerät natürlich nicht nachladen. Das Licht spackt hier ein bisschen rum. Kammer eingesperrt, scheiße. Essentiell wichtig, dass man nicht in Großaufnahme gucken kann. Blablabla. Fettbeute. Aha. Muss besser werden. Und noch scrollen. Dann gar nichts. Ah, Steuerung, egal. Ich habe alles gelesen, glaube ich. Oh. Oh, Christ. Richtig nach unten ausgelaufen. Erinnert mich an... Kehle aufgeschlitten. Nee, das erinnert mich an Silence, den Film von Martin Scorsese aus... von 2016 oder so. Wo ja, also es gab es ja wahrscheinlich dann auch in echt, wo auch ja jemand so kopfüber gefoltert wird, von oben quasi so in den Boden gesteckt wird im Kopf, in so ein Loch. Dann wird ihm so ein kleiner
Pizza in den Kopf gemacht. Ich weiß gar nicht mehr wo. Einfach auf der Kopfhaut, weiß ich gar nicht. Weil es quasi nach und nach so ganz leicht Blut abfließt, wenn die halt über Kopf hängen. Damit der Druck halt nicht so krass wird im Kopf und das noch mehr Folter im Grunde genommen ist. Dass du noch länger daran hängst, bevor du verreckst. Sehr böse. Aber glaube ich niemand von gestorben, da wurde aber nur foltermäßig benutzt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Vielleicht jemand gestorben, ich weiß es nicht. Ja, so komisch blau. Aber es soll wohl so. Jetzt ist nämlich die Bitrate noch da. Hilfe. Warum ist das Spiel blau? Warum ist es betrunken? Schön, dass es in der Cutscene schon leuchtet. Ich muss laufen, fällt mir gerade mal so auf. Kriechen, krabbeln, kräuchen. Jetzt kommt alle 2 Minuten die Nachricht. Bin noch da, ich bin immer noch da. Kannst du gerne machen. Boah, Alter. Oh, wer hätte das gedacht, dass ich das nicht schaffe? I knew you had heart. You know, it's okay to give up. Ain't no shame in it. I guess not. Just not your style, is it? You can try begging. Fuck you. You think you know me? Huh? Well, let me tell you something. You have no idea what I'm capable of. Irgendwie möchte ich jetzt das Stück des Face sehen, aber irgendwie auch nicht. Eckige Klammer auf, inaudible. Eckige Klammer zu. Mm-mm. Der geht die Kamera nicht. Oh. Spring. Zeitsprung. Hi. Ellie. Gut, der lebt noch. Did you hear me? No. What? Look. Hospital. This is where we get off. Let's go, kiddo. Bald Lake City. You feel that breeze, huh? I tell you, on a day like this, I just sit on my porch, pick away my six string. Yeah, once we're done with this whole thing, I'm gonna teach you how to play guitar. Yeah, I reckon you'd really like that. Huh? Ellie, I'm talking to you. Huh? Oh. Yes. Wenn du wüsstest. Bin ja momentan auch wieder dabei, ne? Boah, ich üb seit 3 Wochen 3 Akkorde und ich krieg's immer noch nicht richtig geschissen. Also die Akkorde an sich schon, aber die wechseln nicht. Auch noch mal zu lange. Als wirkte so lang. Oh, ein Comic war das. Nimm es. Gut Gerät. Nee, Familienfoto. Oh, seh ich nicht. Forgive us. Okay. Da ist irgendwie nur noch ein Fuß. Gut. God.
Einfach üben. Ja, tue ich auch. I dreamt about flying the other night. Oh yeah? Yeah. Go on, tell me about it. So, I'm on this big plane full of people, and everyone is screaming and yelling because the plane's going down. So I walk to the cockpit, open the door, there's no pilot. I try to use the controls, but I obviously have no clue how to fly a plane. And right before we crash, I wake up. I've never been on a plane. Isn't that weird? Well, you know, dreams are weird. Life is weird. Hier gibt es auch nichts, ne? Es war so zwei Wege, da wollte ich einfach mal erstmal hier lang. Ich kann hier wahrscheinlich sogar runterspringen. Ich wollte noch nicht. Okay. Das wollte ich vielleicht doch. Leckt. Keine flüssigen 60 FPS, ja. Another city, another abandoned quarantine. Bin müde. Wie kann das eigentlich sein, dass ich müde bin, wenn ich bis ungefähr 11 geschlafen habe, heute im Wohnraum nichts gemacht habe? Verstehe ich nicht. Aber es ist eigentlich ist besser, als wenn ich Schlafprobleme. Also eigentlich habe ich ja fast schon ein bisschen Schlafprobleme. Was ist das denn? Achso. Weed. Cool. Zumindest ich schlecht einschlafe, aber das habe ich die letzten Wochen eigentlich nicht mehr. Geht eigentlich jetzt ganz gut. Da habe ich mir nämlich auch wieder ein Buch gekauft, ja. Ich lese jetzt wieder. Hab mir ja jetzt quasi so ein bisschen den, Vorsatz genommen, oder eigentlich mache ich es auch schon, dass ich so ein Stündchen bis anderthalb Stunden, bevor ich schlafen gehe, nicht mehr Bildschirme angucke. Und da übe ich dann ja meistens Gitarre mit einem Buch, was ich mir jetzt auch neu gekauft habe, was ich quasi heute nachher erstmals mal angucken werde. Danach will ich dann immer noch ein bisschen lesen, bevor ich schlafen gehe. Weil ich bin nämlich keine Leseratte, aber ich will dem Ganzen nochmal einen Versuch geben. Und das hilft dann schon mal doch deutlich besser einzuschlafen. Kann ich euch auch empfehlen, falls ihr mal. Ich schlafe gut. Also, falls ihr ja, über längere Zeit, meine ich. Einfach schon mal ein bisschen vorher die Bildschirme wegpacken. Falls ihr nicht sowieso schon tut und nicht so abhängig seid wie ich. Wahrscheinlich. Also, den Bildschirm vom Schlafen nicht mehr anschauen, habe ich mir jetzt auch vorgenommen. Ah. Sehr gut. Na, und ich habe mir jetzt auch vorgenommen, jeden Tag mal zumindest ein bisschen rauszugehen, eine Viertelstunde. Habe ich heute schon mal nicht gemacht. Heute war auch Stream und ich bin so spät aufgestanden und ich hatte irgendwie auch kein Ziel draußen. Da dachte ich mir, ach, heute meine ich. Ja, so fängt das nämlich schon an. Ja, muss ich mal überlegen. Ah, morgen muss ich wieder raus. Hole ich mir meine Prüfung ab. Geh endlich mal, was sagt die? Oh, die Folge ist vorbei. Geh endlich zum Einwohnermeldeamt, wollte ich sagen, um mich auch endlich mal zu registrieren. Und ja. Dann bin ich morgen zum Beispiel ein bisschen draußen. So, ich bin die Folge.